Hallihallo, Hallöchen, Leute, und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Test von mir, dem Edit EP. Heute spielen wir das, eigentlich ganz coole Spiel World of Goo. Ist ein Indie-Spiel, entwickelt von 2D-Boy oder 2D-Boy, wie sie auch ausgesprochen werden wollen. Sind auch übrigens ein Publisher, kam am 13. Oktober 2008 raus für einen Preis von 9,99 €. Ist bei Steam nur auf Englisch erhältlich. Ist bei Steam nur auf Englisch erhältlich. Am Ende des Videos werde ich aber, ich denke, ich werde es mal tun, ein kleines Tutorial zeigen, wie man das Ganze auf Deutsch umstellen kann, beziehungsweise teilweise auf Deutsch, beziehungsweise auf Französisch, etc. Und unter anderem, wie man die Auflösung umstellt, wenn man sich das Spiel über Steam bezogen hat. Aber sollte, denke ich, auch auf andere Wege dann funktionieren. Aber ich werde dann am Ende des Videos mal noch ein kleines Tutorial ranhängen. Ist doch mal was, oder? Hey, ich mache ein Tutorial zu einem Spiel. Ja. World of Goo, worum geht es? Ich würde sagen, wir spielen einfach mal das erste Kapitel. Namen hier eingeben. Du kriegst meinen Namen. Nenn mich EditLP. Okay. Sommer. Jo, kann ich hier direkt was sagen? Nein, wir müssen nach oben. Kinderleicht. Drag and drop bread to the pipe. Ja, es ist teilweise auf Deutsch, wie ich ja schon sagte. Folgendes, wir müssen... Kann ich irgendwie... Jetzt muss ich aber mal gucken. Ah, okay, mit der Maus dann... genau. Wir müssen 4 von diesen Goose in diese Röhre kriegen. Wir haben ja hier ein paar. So, das Ganze läuft auf dem Drag-and-Drop-Prinzip. Ich kann jetzt hier einsetzen. Müsste dann aber natürlich hier noch ein. Besten Fall. Kann er schon sich ansaugen? Kann er's? Nein, kann er nicht. Ah, wir müssten noch einen. Jetzt muss ich nur mal gucken, wo wir den am besten setzen. So, hat geklappt, ja. So, wir haben zum Beispiel 9 von 4. Dieses Continue wird leider... Ne, 10 von 4 sogar. Ach, dieses Continue bleibt auf Englisch leider. Also es ist wirklich nur teilweise übersetzt, wie gesagt. So, 10 von 4 ist natürlich ein Perfect, würde ich sagen. Wir sollten 4 holen. Haben 10, haben also so gesehen 6 extra. Gut, die Zeit war jetzt scheiße. Wegen den ganzen Erklären. Egal. Weiter. Dann spur mal runter. Man müsste das so gesehen noch schneller machen, im besten Fall. Dann wäre alles voll schön. Aber das sollte uns jetzt nicht interessieren. Und jetzt kann ich euch nämlich die Karte zeigen. Ist ein kleines Gelegenheitsspiel, würde ich dazu sagen. Jetzt sind wir in der kleinen Schlucht. Ja, wir sehen, da hinten schlafen welche. Und wir müssen jetzt hier... im besten Fall eine Brücke bauen. Problem dabei ist, das Ganze wird natürlich... Ach ja, wir können auch hier mal ein Schild lesen. Das Schild ist zum Beispiel schön übersetzt. Jenseits einer kleinen Schlucht erschien ein weiteres mysteriöses Rohr am Himmel. Okay. Seine Öffnung sieht warm und einladend aus. Die Goo-Bälle fragten sich wohl, wohin es führte. Der Schildermaler. Ich mag den Schildermaler. Der ist mir mal total sympathisch. So, wir werden den mal jetzt hier oben hinsetzen. So, im besten Fall sollten wir jetzt schon die Meute wach kriegen, wie wir sehen. Komm schon. So, jetzt haben wir sie. Jetzt können wir nämlich hier weiterbauen. Gezeichnet, Edit EP. Ja, sah doch nicht mal so schlecht aus. Du kleiner Mann, kommst mal auch mit rein. Haben wir hier noch vielleicht einen? Nö. Gut, haben wir wieder super hinbekommen, würde ich mal sagen. World of Goo Company. So, 8 haben wir. 18 sollten wir, 14 haben wir, 6 wieder extra. Wieder, ja, eine blöde Zeit. Und ein paar viele Züge. 10 Züge, das ist doch ein bisschen viel. Das hätte man schneller hinbekommen können. Aber okay. Joa.
Nächste Level. Durchhängen. Schlafende Goose aufwecken. So, wir gucken auch gleich mal. Diese Höhle sieht aus, als ob sie seit Jahrtausenden nicht mehr betreten wurde. Bis jetzt. Als das Rohr oben durch die Decke brach, hat das Sonnenlicht wohl diese seltenen Albino-Gubele geblendet. Sie merkten gar nicht, dass es zu schneien begann. Vielleicht wachen sie auf, wenn sie auf etwas springen können. Der Schildermaler. Das muss ich gerade mal überlegen. Wenn ich die jetzt einfach hier fallen lasse... Ah, so war das. Also wir müssen die... das ist gerade echt ein bisschen blöd wegen der Maus hier, aber wir kriegen das schon irgendwie. Hör auf, ich kenne doch den Text. Ich kenne meinen Text. Blöder ist das, wenn ich das ein bisschen höher ziehe, dass das ganze Ding dann hier gleich... Können wir nicht einfach die so vielleicht wecken? Ich mache jetzt bestimmt voll den Scheiß. Weil eigentlich werden die nämlich wach, sobald man in der Nähe ist. Und wie wir sehen, habe ich recht. Kann ich den nicht einfach so runterdrücken? Nee, ich muss es so machen. So, jetzt können wir die ganz bequem hier mit rein einbeziehen. Sind natürlich jetzt ein Haufen Züge. Ich glaube, wir können die... Nee, können wir leider nicht. Okay. So. Noch 4,2 Meter. Ja, jetzt wird das hier ein bisschen doof. Weil das Ganze ja jetzt ganz schön viel Gewicht hier unten hat. Was vielleicht auch interessant ist zu wissen, das Spiel... Ja, war scheiße, komm. Erneut. Da. Neustart, ja. Ich finde das gerade ein bisschen doof mit dieser Maus, dass da der Radius, wo das dann losgeht, so extrem ist. Ja, die... Methode ist zwar einerseits scheiße, aber andererseits auch wieder praktisch. Wir machen das jetzt einfach wieder so. Geht jetzt hier gerade am besten einfach. So, machen wir dann wieder hier dieses Stützkreuz. Und bauen uns hier so allmählich nach oben. Ihr seht schon, ich werde das Ganze jetzt mal versuchen, ein bisschen weiter zu stabilisieren. Habe ich jetzt gerade eigentlich erzählt, was ich sagen wollte? Das Spiel wurde von insgesamt 2 Leuten gebaut. So, jetzt habe ich es endlich gesagt. Jetzt weiß ich's. Ja, wir haben es auf jeden Fall wieder super schön hinbekommen. Jawohl, hier unten wartet jetzt keiner mehr auf uns. Okay, dann weiter. War jetzt nicht so gut wie die anderen Runden, aber naja. Ach, da sollten wir 13 haben wir. Heißt, wir haben 5 mehr. Das ist in Ordnung. Damit können wir arbeiten. So, und die Erde bebt. World of Goo Corporation! Now open. Wir gehen einkaufen. Ja, einkaufen. Eine neue PlayStation 4 kaufen, woo! World of Goo Corporation is unlocked. Sah grad aus wie ein schwarzer Dildo. Ganz ehrlich, Leute, es sah echt so aus. Guckt euch das nochmal an. Wenn ich nicht zu faul bin, blende ich es nochmal ein. Ich setz mir hier gerade mal eine kleine Bemerkung für mich selbst hin, so. So, Poop, Time Bug, Back in Time by One Move. Was sagt denn der Schildermaler? Die Gubelle wollten unbedingt das geheimnisvolle Röhrensystem erkunden, selbst wenn es über unglaublich kompliziertes Terrain ging. Einer der Gubelle sagte wohl, dass er sich wie ein Göttetier fühlte. Gruß, der geheimnisvolle Schildermaler.
Jetzt muss ich gerade mal überlegen. Jetzt muss ich gerade wirklich mal überlegen. Wenn ich das jetzt daran donner, geht's kaputt. Okay, das ist scheiße. Kann ich irgendwie mit R? Nein, ich muss hier unten echt auf Reset drücken. Das ist schade. So, wir haben auf jeden Fall ordentlich ja, an Guss. Ich hoffe, wir kriegen es hin. Ziel ist es jetzt so gesehen, hier rumzubauen. Und ich hoffe, wir kriegen das Ganze auch hin. Problematik ist natürlich, wir müssen das trotzdem noch stabil halten. Nein. Nein. Das heißt, wenn wir das jetzt hier wieder platzieren, wird das umkippen. Was uns nicht wirklich hilft. Wow. Wow. Und das sieht scheiße aus. Ja, das sieht gerade ein bisschen doof aus für uns. Also es gibt hier irgendwie, glaube ich, sowas wie so ein Supermodus. Ach ja, was vielleicht... Kacke. Geh nochmal da zurück. Was ich jetzt super erklären kann, es gibt hier diese Fliegen. Wenn man die anklickt, macht man einen Schritt rückgängig. Ist vielleicht auch ganz interessant zu wissen, dachte ich mir gerade so. Weil irgendwie habe ich hier gerade ein kleines Problem. Ich weiß nicht. Kann ich die hier nicht irgendwie wachrütteln? Nicht die... Nee, kann ich irgendwie nicht. Würde ich die jetzt hier... Nee, ich kann das so nicht machen. Ich muss die echt hier rumziehen. Nee, kriegen wir so nicht hin. Hm. Was wollen die von uns? Wir versuchen auf jeden Fall mehr Stabilität in das Ganze zu kriegen. Was uns jetzt gerade nur irgendwie nicht so ganz gelingen will. So, sollten wir doch erstmal eine gute Grundbasis haben, oder? Vielleicht setzen wir hier noch ein bisschen mehr auf Gewicht. So. Gar nicht so nah am besten da rankommen. Okay, das war jetzt scheiße. Aber sowas von. Egal, es hat. Es hält. Wir haben es. Leute. Nein! Es ist echt anstrengend, immer da so rumzuziehen. Ich weiß nicht. Ich habe da gerade irgendwie mit Probleme. Ja, den setzen wir auch mal noch kurz hin. Soll ja stabil sein und so. Und jetzt haben wir's. Ja, dort sollten wir auf jeden Fall 26 Stück rauskriegen. Aber sowas von. Gibt euch. Ja, alle weg. Okay, dann weiter. Das war auch schon mal eine große Anzahl. War auch diesmal ein bisschen komplizierter, weil man wirklich mit der Physik hier spielen muss. Das ist halt das Schwierige. Das ist halt hier ganz schön auf Physik getrimmt. So, wir haben zwei Wege. Einmal Efeutürme und Flugmaschinen. Wir gehen mal in die Flugmaschine. Manche Bälle sind leichter als andere. Oh, das war das. Ja. Öffnet die Tore und flieg, Äffchen, fliegt. Aber vergesst mich nicht, ja. Hochachtungsvoll, der Schildermaler. So, wir können jetzt hier noch einen Ballon ransetzen. Dann geht nämlich das
gutes Stück auf. Das werden wir auch demnach hier machen. So. Dich setzen wir auch mal hier mit drin. Jetzt ist gerade nur die Frage, was soll ich hier machen? Kann ich jetzt... Jawohl. Dann machen wir das doch so. Viere sollen wir. Die sollten wir auch hinbekommen. Doof. Ja, jetzt sollte es passen. Oder? Jawohl. 6 von 4. Haben wir doch wieder was dazugelernt. Also es gibt Ballon-Goos, sage ich jetzt einfach mal dazu. Oder Goo-Ballons. Die dann dazu führen, dass man hier etwas hochhebt. Nette Sache eigentlich, das Ganze. Nur wir gehen jetzt mal hier oben, denke ich, weiter. Fisti-Sumpf. So, und jetzt müssen wir scheinbar mit diesem Ballon das Ganze stabilisieren, wenn ich das richtig sehe. Moment, bevor ich jetzt hier was mache. Fisti schwor, dass er nie wie die Kaulquappen sein würde, die später Juwelen aus ihrem Maul schießen. Aber er fragte sich, wie das wohl wäre. Der Schildermaler. Ich mag den Schildermaler. Ich hoffe, ihr mögt ihn auch. Nee, den wollte ich jetzt eigentlich noch nicht. Oh, wir werden jetzt das Ganze hier wirklich ruhig mal ein bisschen strapazieren. Wir haben ja jetzt zur Not unsere Goo-Ballons, die das Ganze hochziehen. Ja. Wahnsinnig gut, oder? Nur da unten geht sie kaputt, dachte ich mir. Wir starten das Ganze nochmal neu. So. So, die kommen dann hier durch. Dann bauen wir das Ganze einfach jetzt mal ein bisschen in diese Richtung. Setzen den mal hier ran. Boah. Jetzt müssen wir nur gucken, dass der jetzt wieder ein bisschen Gewicht bekommt. Ich wollte eigentlich einen Ballon. Ja, genau. Den setzen wir jetzt mal weg. Den brauchen wir nämlich jetzt so gerade mal eben nicht. So. Vielleicht brauchen wir doch noch einen Ballon, den wir dann aber mal hier hinsetzen. Ja, sieht ganz nett aus. Nein. Ich muss immer aufpassen wegen diesen Spitzen da. Ich will den da mittig, bitte. Mittig. Geil. Scheiße. Sorry. Zu spät. Ich muss das mal ganz kurz hochziehen. Also ich habe jetzt kein Schnupfen oder so. Also versteht mich jetzt nicht falsch. Wie es hier besser aussah. Nur gucken, dass er jetzt nicht zu hoch geht. Wenn ich schnell bin, dann tut er das nicht. Kacke. Kacke. Wir fangen nochmal von vorne an. Ja, ist das nicht toll. Scheiße, nicht zu hoch und nicht zu niedrig. Ja, das habe ich schon kapiert. So, wie war das jetzt? Zwei konnten wir und dann mussten wir
Ballon nutzen, oder? Nein. Oh, dann haben wir jetzt hier. Und hier. Einen können wir, glaube ich, noch. Auch wenn die nicht immer so weit alle nach rechts gehen würden. Was glaubt ihr, wie angenehm das da manchmal wäre? Huhu! Haha! Kacke! Kacke! Ey, das ist doch scheiße! Wenn man wenigstens da kurz dann einen Zug mal in Ruhe machen könnte, wisst ihr, das wäre echt zum Vorteil. Ich setze den jetzt mal doch hier unten. Und dann wieder ein nach oben und dann heben wir den. Ich setze jetzt mal auch noch einen zweiten hier, oder? Ja, den setze ich da auch. So, mit ein bisschen Glück kann ich den dann nämlich hier setzen und den da ganz weit hinten. So, jetzt wird es wieder so eine Zeitsache. Ganz schnell einen roten. Bitte. Dann nehmen wir den mittleren weg, damit es nicht zu hoch ist. Echt nicht leicht. So. Es ist wieder die Hälfte kaputt gegangen und das ist doch scheiße. So wird es wieder zu schwer und das nur, weil ich nicht den richtigen greifen kann. Das ist eine gute Grundbasis, glaube ich. Oh mein Gott. So, den schnell setzen, den weg. Oh Gott. Aber wenn ich das richtig sehe, brauche ich hier einen, aber der muss dann weg. So, dann haben wir wenigstens wieder eine ordentliche Höhe. Ha. Scheiße. 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 Und jetzt bricht alles zusammen. Und wieso bin ich schon wieder bei Steam Online? Einen noch bitte. So, jetzt haben wir's. Ja. Muss jetzt nur 1000 Mal... resetten, aber das ist egal. So, was machen wir jetzt? Genau, wir gehen jetzt mal in die Steam-Oberfläche und sagen, dass ich mal wieder offline bin. Warum auch immer. Ich muss sagen, ich hatte gerade eine kleine Half-Life-Aufnahmesession und da war ich auch offline. Da hat's auch geklappt, aber jetzt auf einmal bin ich wieder online. Yay! Warum auch nicht? Ich habe ja kein Problem damit, dass ich online bin, aber wenn ich schon sage, ich soll offline sein, dann sei bitte auch offline. Moves 43. Okay, ich glaube, das war ein bisschen schlecht. Ja, ein bisschen. War auch nicht das Einfachste. Sind wir ehrlich. Turm aus Gu. Höher und höher. Oh, fuck. Schütze ich jetzt hier gerade mal nicht. So, jetzt geht's darum, einen sehr großen Turm zu bauen. Wie wir sehen, müssen wir 12 Meter noch irgendwas hoch. Das ist natürlich schon eine beachtliche Höhe. Wenn wir mal kurz gucken, haben wir sogar noch den Schildermaler.
Baue so schnell du kannst. Sie sind stärker als du denkst. Sie müssen zusammenarbeiten, um sehr hoch zu kommen. Ein echter Turm aus Gu. Manche glauben, dass sie das schon vor langer Zeit einmal gemacht haben. Aber damals war das eher ein Experiment. Frieden, der Schildermaler. So, wir wollen mal weiter gucken. So, zack. Also ich weiß nicht, ich bin damit ein bisschen unzufrieden, dass ich diesen einen mittleren nicht so gut setzen kann, wie ich ihn eigentlich will. Es geht bestimmt noch besser, aber sind wir ehrlich, es ist ein Let's Test. So, jetzt versuchen wir das Ganze mal auf einer Zweierbasis. Kacke. Kacke? Kacke? Gegengewicht! Gegengewicht! Leute! Scheiße. Alter, jetzt fliegt mir doch nicht davon! Was soll denn das? Jetzt musste ich gerade tausendmal, also gefühlte tausendmal, zurück. Oh Gott. Guckt mal an, ich habe gerade echt nichts gemacht. Ja, das habt ihr gesehen. Und guckt euch an, was ich jetzt hier gerade für ein Gegengewicht versuche aufzubauen. Ekelhaft. Erneut, bitte, oder? Ja, jetzt bauen wir hier tausende von Gus rum. Das sieht einfach nur schäbig aus. So. Wenn ich so ein schönes Grundgerüst die ganze Zeit nur bauen könnte. Stellt euch das mal vor, das wäre ein Paradies, sage ich euch. Ein Paradies. Am liebsten wäre mir ja wirklich, dass der irgendwie hier alle drei greifen würde. Das tut er aber nicht. Von daher muss ich scheinbar echt diese Schiene fahren und die finde ich ein bisschen doof. Weil es dann irgendwann wieder darauf hinausläuft wie eben, ja, du kannst nur zwei nehmen. Ja, man sieht's schon, jetzt läuft sie da auf diese, du kannst nur zwei nehmen Basis. Weil das große Problem ist nämlich, er braucht immer zwei Ankerpunkte. Kumpel, Stabilität! 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 Bringt doch bitte mehr Stabilität hier rein! Bitte! Jetzt einfach ganz schnell. Vielleicht klappt es. Alter, du solltest dann ein stabiles Ding hinkriegen. Wir versuchen jetzt einfach mal ein bisschen auf Tempo zu spielen. Komm! Hat zwar eben schon nicht geklappt, aber wer weiß, vielleicht sieht es diesmal besser aus. Nein! Fliegen! Flieg doch nicht weg! Also ich weiß nicht, was ich da noch alles nach rechts setzen soll. Stabilität! Was ist mit der Stabilität passiert? Ich scheiß jetzt mal echt auf die Versuche. Ich bin ganz ehrlich. Ich will das jetzt hier gerade einfach nur schaffen. Ey, das ist doch abnormal. Guckt euch einfach mal an, was hier los ist. So, jetzt sieht er wieder extrem nach rechts, warum auch immer. Nach links meine ich natürlich. Und es geht wieder alles kaputt. Bam, 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 bam. Wow. Wow, also ganz ehrlich. Nochmal. Wir haben jetzt tausende Goose total unnötig verloren. Aber ich weiß nicht, bei meinem letzten Test ist es so grundlegend so, bei einer halben Stunde kommt irgendein Level, was extrem
Zeit kosten wird. Ich weiß nicht, wieso das so ist, aber es ist einfach so. Ich mag diese Tatsache auch nicht. Ich bin ganz ehrlich, ich hatte sogar schon mal einen Speedrun angeguckt zu diesem Spiel. Das sah auch sehr interessant aus. Also da ging es wirklich nur zack, 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 zack. Nein, das war nicht vorgespult. Man hat ja am Ende dann die Zeit gesehen. Die hat gestimmt. Das war einfach nur verrückt. Ich denke mal, das Problem ist einfach, dass umso höher man ist, umso windiger wird das Ganze. Und von daher, weil das Ganze ja dann eh, umso weiter man oben ist, unstabiler wird, ist das natürlich dann extrem doof, ja. Weiß nicht, warum ich das jetzt gerade so baue, aber ich erhoffe mir irgendwie sowas wie Stabilität, glaube ich. Gut, alles, was ich hier mache, soll letztendlich Stabilität erhoffen. Aber jetzt sieht das gerade irgendwie alles ein bisschen doof aus. Noch 7 Meter. So, jetzt wird es gleich wieder nach links kippen. Ich sehe es schon kommen. Kann ich hier nicht vielleicht noch irgendwie stützen? Nein! Bitte! Oh, ja! Wir haben's! Hat sich irgendjemand gemerkt, wie ich das hinbekommen habe? Nein? Gut, ich auch nicht. Mann, Mann, Mann. Wir haben es geschafft. Ja. Jetzt will ich aber wissen, wie viele Züge das waren. Es waren bestimmt 1000 unnötige. 72 Züge, ist klar. Ja, ja, ja. Junge. So, hier oben sind wir ja dann jetzt fertig. Dann gehen wir mal zu Efeutürme. Abstützen. Neue Gus. Was sagt denn der Schülermaler? Eine neue Art von Guball. Ich muss sagen, sie sehen echt hübsch aus. Vielleicht sind sie beziehungsscheu, ich weiß nicht. Aber es sieht aus, als könnte man sie leicht voneinander trennen. Der hilfreiche Schäler. Schäler. Ja, so ist es nämlich. Man kann das Ganze jetzt kaputt machen. Das hat natürlich den Vorteil, dass man. Scheiße. Ah, guckt mal einer an. Wenn ein Guball in einen 10 Meter tiefen Brunnen fällt und jeden Tag 3 Meter klettert, aber nach 2 Meter abrutscht, sieht er denn am Morgen immer noch fantastisch aus? Vielleicht könnte er sich stark an der Wand abstützen und auf die Reibungskraft vertrauen. Er könnte vom Boden wegkommen. Dein Freund, der Schildermaler. Weil wir müssen nur zwei hier durchkriegen, das... Ich weiß nicht. Moment mal. Das sollte ein Hinweis sein. Ich habe gerade eine Idee. Nee, das geht ja nicht. Wir müssen hier immer zwei Ankerpunkte haben. Stimmt ja. Ah, der sollte da bleiben. So, den jetzt schön da an die Wand ran. Den hier an die Wand. Und wenn ich das jetzt abreiße, dann hält das. Genau. So, dann setze ich das da. Das im besten Fall. Ja, eigentlich will ich den ein bisschen weiter nach rechts, bitte. So, zack. Zack. Oh.
Wie sieht's eigentlich aus, wenn ich den jetzt wegmache? Es hält. Das freut mich zu hören. Wenn ich den jetzt wegmache, hält es auch. Aber wie wir sehen, sackt es doch ganz schön nach unten. Das ist, glaube ich, nicht die klügste Idee. Halt mal weg. Der muss sich ein bisschen mehr an die Wand ran stützen. Ja, dann tu es halt nicht, wenn ich es von dir verlange. Okay, das war jetzt ein bisschen dumm. Ich bin auch ehrlich, ich weiß nicht, was ich mir jetzt gerade dadurch erhoffe. Komm, den da. Ah, komm, ein bisschen nach links. Dann haben wir wieder Halt. Wisst ihr, wenn er jetzt ein bisschen nach links fliegen würde. Moment, ich kann ihn doch nach links treiben. So. So. Oh, das ist doch schon Kunst, was ich hier mache. Ja, jetzt mal ernsthaft. Aber ich glaube, den brauchen wir. Oh, 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 oh. Wir hatten es. Verflucht. Oh, das sind die zwei, die ich entbehren kann. Ja. Mehr ging nicht. Ich will jetzt noch versuchen, das so zu machen. Haben wir noch einen dritten. Oha. Ja, wir haben fünf. Fünf von zwei. War zwar ein bisschen getrickst, aber ja, das kann man so machen, denke ich. Ja. So, mal einen kleinen Schluck trinken, tut mir leid. So. Ich bin jetzt hier gerade echt seit Stunden nur noch am Labern. In der Trommel, das ohne Pause muss ich dazu sagen. In der Trommel, weiter wachsen. Schildermaler. Some winners are bigger than other winners. Also manche Gewinner sind größer als andere Gewinner. Look in each area's menu for more important information. Guck in anderen Menüpunkten für weitere wichtige Informationen. With distinctions of sign painter. Keine Ahnung gerade, auf jeden Fall der Schildermaler. Gucken wir mal im Menü. Ach ja, OCD, das sind immer so gesehen, genau, obsessive Vervollständigungskriterien. Mindestens 35 Bälle sammeln. Oh, Kacke. Ich hab's kapiert, ja. Scheiße. Oh, das wird eklig. Leute, das wird eklig. Ich würde sagen, jetzt ist die Frage, geht das Ganze denn kaputt? Aber sieht nicht so aus. Oh, warum knickt das so ein? Hätte das jetzt nicht so eingeknickt, dann hätte das echt gut werden können. Ja. Oh komm, wir haben es doch eigentlich schon. Es rettet ein paar. Schnell, schnell. Die brauchen wir gerade nicht. Ja, komm, das reicht. Wir haben 14 von 8. Das ist in Ordnung, denke ich. Kann jeder mit leben. So, 8 war das Ziel, wir haben 6 mehr. Hätten wir, wie gesagt, jetzt 35 oder 36 gehabt, oder 38, weiß gerade nicht mehr, hätten wir jetzt hier so gesehen ein
Perfekt. So wie es sein soll. So, nächstes Level. Kette. Gleichgewicht. Okay. Ah, das war das. Das kommt mir auf jeden Fall bekannt vor. Ich muss dazu sagen, es ist für mich nicht blind. Also ich habe es... das war ganz zu Anfangszeiten, wo ich damals Let's Plays geguckt hatte. Ich glaube, es war so gegen 2010, 2009. Also 2009 würde ich jetzt schätzen, da habe ich das Ganze mal gesehen. Ja, auf jeden Fall, die Goo-Bälle. Auf dieser Seite erschienen die Goo-Bälle auf der anderen Seite nicht zu mögen. Moment. So, ich musste gerade mal niesen. Ich hoffe, ich habe dran gedacht, das rauszuschneiden. Ich kann noch mal eine kleine Anmerkung für mich machen. So, ich weiß nicht, mir kommen die alle gleich vor. Absolut lecker, der Schildermaler. Ja, dem ist auch so. Da oben muss das Ganze hin. So, Trick ist jetzt so gesehen, dank dieser Methode, die hier unten irgendwie zu, ja, das hat doch geklappt, Mensch, die zu wecken, damit die dann sich uns anschließen. So, kommt schon, kommt alle rein, kommt, weil das Problem ist, ich kann die, ja doch, ich kann sie greifen. Ja, aber der eine da hinten will jetzt noch nicht. Jetzt, komm. Okay, jetzt haben wir den auch. So, jetzt geht es das Ganze wieder wie ein Itis. Nein, jetzt geht es das Ganze wieder hier. Ja, das war jetzt doof. Oh, ich hätte das direkt als Zug nutzen können. Na, jetzt geht es das Ganze hier auf der Seite nochmal zu wiederholen. Ja, so ist das in Ordnung. Okay. Sieht lustig aus, wie der Einzelne da immer rumbaumelt. Wow, der war nicht schlecht gesetzt. So, jetzt den. Am besten sehr niedrig. Und den noch. Jetzt mit ein bisschen Glück. Nein, dich will ich nicht be... Ich will dich nicht setzen. Junge, hau ab. Werden die jetzt langsam mal wach? Echt uncool. So. Jetzt habe ich den echt schon wieder fallen lassen. Jetzt gilt es, hier oben eine Kette, eine Möglichkeit zu bauen, damit sie nach oben kommen und ich kann nicht das Richtige auswählen. Boah, ist das gerade eklig. Och nö, mir hat keiner gesagt, dass das wieder einbricht. Oho. Ja, und hier kommt jetzt das Gleichgewicht-Dingen. Boah, ist das gerade echt nervig, dass die ganzen schwarzen Goos, ernsthaft jetzt? Dass die ganzen schwarzen Goos ja scheinbar mitspielen wollen. So, wir hätten das Ganze jetzt geschafft. Wir werden mal gucken, ob wir da noch irgendwie ein paar wegbekommen. Den können wir noch entbehren. Hier wird es schon eng. So, aber ich glaube, mehr. Jo, wir können den noch. Und wir haben das OCD hinbekommen. Perfekt. Ich weiß jetzt zwar nicht, was die Kriterien waren. Ich glaube, bestimmte Anzahl von Goos wieder hinkriegen bestimmt, aber ja, haben wir ja super hingekriegt. Manche OCDs sind dann so,
weiß ich jetzt noch aus Erinnerung, dass man eine bestimmte Anzahl von Zügen haben soll oder eine bestimmte Zeit und so ein Krams. Also ist das nicht immer von wegen hier, du musst so viele extra Dinger sammeln. So ist es halt nicht. Oder an dem Brückenbauer. Sieht schwerer aus, als es ist. Das ist auf jeden Fall eine ordentliche Schrecke. Aber hier gab es auch einen kleinen Trick. Als die Sonne hinter den letzten Hügeln unterging, schien einer der Gubelle zu sagen, dass das Leben wie eine riesige Physiksimulation aussieht. Aber als er in die Stachelgruben fiel, wusste er, dass das wohl egal war. Gruß, der Schildermaler. Ja, also hier unten sollten wir nicht rein. Ach ja, von da hinten kommt übrigens die Musik. Nee, was? Hier steht. Hallo, hier ist Mom. Bist du da? Kommst du nach Hause? Mom, ja. Was es mit ihr auf sich hat, das werdet ihr leider bloß selber herausfinden können. So, ich habe jetzt folgenden Trick, der hoffentlich funktioniert. Den hatte ich mir mal ausgedacht, wo ich das Let's Play zugeguckt habe. Ich erinnere mich nämlich gerade an das Level. Ich wollte schon immer mal wissen, ob der funktioniert. Jetzt kann ich es gerade selbstständig herausfinden. Mein Trick, den ich mir herausgefunden. Komm doch her! Diesen Gewicht. Nein, so will ich das dann doch nicht. Oh, Kacke. Ja, nochmal kurz. Hahaha, ha, ha. Ja, ich komme nach Haus. Muss ich das jetzt hier auch nochmal? Nein. Mein Trick war es, was ich mir jetzt gedacht habe, ich baue einfach einen riesengroßen Turm und dann lasse ich ihn irgendwann umfallen, so dass er dann hier ankommt. Es ist doch echt heftig, wenn ich das jetzt so probiere, das immer wieder versuche zu stützen und das Stützen, das hört ja dann irgendwann nicht mehr auf. Weil das wird jetzt sonst extrem eklig. Also wir müssen so gesehen immer versuchen, schräg nach oben zu bauen. Weil wie ihr seht, kippt das jetzt schon um. So, hier jetzt im besten Fall ein bisschen für Stabilität sorgen. Das Problem ist wirklich nur, dass die alle hier drüben rumhängen. Würden die einfach mal da hinten ein bisschen rumbaumeln, wäre das echt nicht mal so schlimm. Boah, ey, das ist echt eklig, immer wieder auf die Dinger zu kommen. Ja, jetzt kippt es schon wieder einfach mal um. Jetzt ist mir echt einer runtergefallen und jetzt... Boah, jetzt hat er sich da festgepackt. Ja, jetzt hätten wir auf jeden Fall genug Halt, würde ich sagen, oder? Ja, jetzt haben... Oh, bitte komm noch mal hoch. Danke. So. Also spätestens jetzt haben wir es. Ist jetzt zwar nicht mehr so ein schönes Ergebnis wie das, was wir jetzt hätten haben können. Vielleicht ein bisschen weiter nach rechts. Ja. Danke. So, stützen. Zack. Und zack. Ja, haben wir mal wieder schlecht geschafft, um ehrlich zu sein.
Wäre das... Guckt euch mal an, wie viele wir sie hier unnötig benutzt haben. Hätten wir jetzt diese grünen, wäre das extrem gut. Wir hätten einfach jetzt das wegziehen können und dann wäre gut. Ja. Und damit haben wir mal wieder ein an sich nettes Ergebnis. Wenn man jetzt hier noch mehr Goos hätte und vielleicht weniger Züge, dann wäre das echt schön. Also wäre es nicht so schlecht, dann wäre es ein gutes Ergebnis. Oh. Letzte Level für Kapitel 1, wenn ich das richtig sehe. Aufstoß, Pumpstation. Es ist ein Geheimnis. So, Schildermaler, was sagst du denn? Die letzten der Goobälle schienen nicht zu wissen, dass sie absolut lecker waren. Noch wussten sie, in was für einer stinkenden Grube sie sich befanden. Sie sagten, dass dies der letzte Level des ersten Kapitels sein, was auch immer das heißen mag. Der Schildermaler. Achso, die werden jetzt hier gerade erstmal alle wach. Das ist schon mal sehr interessant. Und jetzt müssen wir... Wohin? Nee, ist mir ernsthaft, wo müssen wir hin? Ich habe jetzt hier oben kein Rohr. Boah, diese Bewegung. Die ist halt echt ein bisschen nervig. Ich weiß es gerade echt nicht, also... Das ist doch eklig! Oh. Es wäre vielleicht auch eine gute Idee, einfach das Ganze zu versuchen zu stützen. So. Weiß man jetzt nicht mehr, warum ich hier unten alles gebaut habe. Aber ich glaube, das ist jetzt doof, dass ich das Ganze wegmache. Ist doch schon mal eine Erkenntnis, oder? So, also den brauche ich scheinbar. Dann versuchen wir doch mal weiter nach oben zu kommen. Und ich denke mal, dass das da alles wieder kaputt machen wird. Sieht jedenfalls ganz danach aus. Stabilisieren das Ganze. Scheiße! Ah, nein! Nicht schon wieder umkippen! Oh ja, geil. Jetzt wird es noch schöner, das Ganze zu greifen, weißt du. So, jetzt können wir echt sagen, Stabilität am Arsch. Jetzt hat er auf einmal doch wieder irgendwie sowas von wegen... Boah, der war jetzt gerade ganz knapp sehr gut. Oh, perfekt. Vielleicht sollten wir den doch nochmal ein bisschen mehr stabilisieren. Oh, wie viele Züge ich jetzt schon bestimmt habe. Also weiß ich, diese Grünen verleiten extrem dazu, viele Züge zu machen. So, es ist gerade sehr schön, dass das Ganze jetzt wieder nach unten sackt. Entschuldigung, ich hoffe, ich habe es rausgepiept. Ich setze mir noch eine Markierung, so. Das ist meine neue Methode, um an solche Sachen zu denken. Ich setze mir dann immer noch mal eine Zeitmarkierung. Dann gucke ich später, dann weiß ich, ah, okay, da war irgendwie da was. Oh, Schildermaler. Das wäre eine Idee. Es wird knapp und du musst vielleicht etwas zurücklassen. Aber das ist schon gut, wir arbeiten alle zusammen. Der Schildermaler war auch hier. Ich muss vielleicht was zurücklassen. Ich habe doch voll viel, was da unten rumbauen will. Okay.
Sag mal, Kumpel, wie hoch geht denn das noch? Ich werde jetzt einfach mal ein bisschen von da unten abgreifen. Was vielleicht auch ganz nett wäre, irgendwie... Ah! Shit! Man sagt, dies sei der höchste Teil der ganzen Insel. Nach Sonnenaufgang kannst du ganz weit sehen. Aber ich frage mich, was du sehen könntest, wenn du etwas höher gehst. Wir sehen uns, der Schildermaler. Ja, wo muss ich denn jetzt hin? Noch höher? Oh, hier baumeln so viele rum. Versucht das Ganze mal hier echt extrem stabilisiert zu halten. Ich habe gedacht, wir hätten das jetzt. So. Ich weiß jetzt nicht, ob es klappt, wenn ich die jetzt einfach nach oben donner, aber scheinbar nicht. Nein. Okay, dann muss ich die echt jetzt hier echt alle einzeln hinsetzen. Ein bisschen unschön, aber... Was ist denn mit denen hier los, sag mal? Hey, kleiner Mann. Ich will die jetzt mal gerade ganz kurz alle auseinander haben. Jetzt habe ich einen Zug gemacht. Nö. Aber wenn ich das richtig gesehen habe, waren da zwei nämlich miteinander verbunden und deswegen gab es da so merkwürdige Szenen. Ja. So, und was ist jetzt hier los? Doppelt und dreifach Halterung. Scheiße. Ich hätte vielleicht die Halterung da ruhig lassen können. Obwohl, nee, die will ich irgendwie doch lassen. Aber guck mal, hier sind manchmal echt doppelt und dreifach die Halterung gesetzt. Gut, es sorgt natürlich für eine gewisse Stabilität, aber es ist unnötig. Der sieht unnötig aus. Ah, da, 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 da. Bitte halt dich hier oben drauf. Bitte, 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 bitte. Ich versuch dich einfach mal hier so und dann hier. Und dich setze ich mal noch hier hin. Somit ist das ganze Ding halt einfach echt. Was seid ihr eigentlich für welche? Was macht ihr? Moment, kann ich jetzt euch... Nee. Ihr seid einfach nur irgendwelche Ballons, kann das sein? Ja, also ich sehe schon, er zieht das dann. Okay, gut, dann will ich jetzt hier versuchen... alle mit nach oben zu kriegen. Komm, das scheint jetzt zwar ein bisschen Arbeit zu sein, aber das kriegen wir hin. Kacke! Es fällt mir immer einer runter. So schlimm. Nein. Das ist der, den ich will? Nein. Ich will einen mit mir stürmten. Ah, Mann, das wird so nix. Das ist doch eklig. Aber das Ding scheint zu ziehen. Ja, das sind Luftballons. Okay. Das Ding ist einfach, ich will versuchen, so einen Eckpunkt zu greifen. Problem an der ganzen Geschichte ist, sobald man auf einen drauf ist, dann bleibt er stehen. Ich zeige euch das mal. So, jetzt lasse ich ihn los. So, jetzt bleibt ihr die ganze Zeit da stehen. Und so ist es natürlich dann extrem schwierig, wenn sich das Ding hier bewegt und die sich auch bewegen, da einen Eckpunkt
zu greifen. Ich glaube, ich hatte gerade einen. Nein. Obwohl, ich sehe gerade. Ich muss scheinbar keine bestimmte Anzahl retten. Von daher, ja dann. Ja. Zieh mal ordentlich dran. Ja. Dann, ja, dann lassen wir die doch liebend gern zurück. So. Diese Kette hier ist total lustig. Ui. Von ganz oben und mit neuen Riesenaugen konnten die Gu-Bälle sehr weit sehen. Sie konnten in jeder Richtung neue, unerforschte Inseln sehen, die voller unentdeckter, neuer Arten von Gu waren. Die Spielmöglichkeiten sind sicher endlos. Die Gu-Bälle hofften, dass ein tapferer Abenteurer die neuen Länder erforschen würde. Sie schwebten höher und höher und wussten, dass sie nie zurückkehren würden. Ende von Kapitel 1. Ja, das war Kapitel 1. Das war auch das Let's Test zu World of Goo. Haha, ich hab gereimt. Gut, Leute, das war jetzt, wie gesagt, das Let's Test zu World of Goo. Mir macht das Spiel auf jeden Fall sehr viel Spaß. Wäre auch sogar ein Vorschlag von mir, was man echt mal als Let's Play machen könnte. Auch wenn ich mir das extrem nervtötend vorstellen könnte. Ja, ist auf jeden Fall nicht allzu lang das Spiel, kann ich schon mal vorab sagen. Ich glaube, es hat 4 Kapitel, wenn ich nicht irre. Wir hatten jetzt Kapitel 1, dann haben wir jetzt Kapitel 2, Kapitel 3, Kapitel 4. Ja. Und der Epilog, das Ende der Welt. Das war's dann nämlich auch. Also man hat so gesehen 5 Kapitel mit ja, eigentlich genug Level. Also ich sage mal, Spielzeit von 5 Stunden, wenn man sich so blöd anstellt wie ich. Wenn man natürlich besser ist, dann kriegt man das natürlich auch schneller hin. Ist, denke ich, klar. Wenn man dann natürlich noch versuchen möchte, überall dieses COD hinzukriegen oder CDO oder was auch immer das war, also dieses Perfect, dann kann man natürlich dann noch mehr Zeit mit verbringen. Gut, schreibt mir ruhig mal in die Kommentare, was ihr von dem Spiel haltet. Mir hat es Spaß gemacht. Ich würde es auf jeden Fall empfehlen. Man hat ja jetzt so sehen können, was einem erwartet. Und ich würde sagen, im Anschluss gibt es dann jetzt noch das Tutorial von wegen, wie man das einstellt. Ich hoffe, das kriege ich jetzt auch so hin, wie ich es mir jetzt alles gerade vorstelle. Ich probiere es einfach mal. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in, glaube, 2 Wochen wieder mit einem weiteren Let's Test zu irgendeinem Spiel, was ich jetzt gerade nicht mehr weiß. Ich glaube, es war Thomas Was Alone oder irgendwie sowas. Ich weiß es nicht. Egal, sehen wir dann. Ja. Mein Name ist DTP, ich sag Dankeschön fürs Zusehen und dann bis gleich beim Tutorial. Tschüss. Ja, hallihallo, hallöchen Leute. Wir sind jetzt also dann bei dem Tutorial-Teil gelandet, wo wir jetzt dann sehen können, wie man das Ganze teilweise auf Deutsch einstellen kann und auch die Auflösung verändert. Vorab, ich mache mir erstmal kurz eine kleine Zigarette an. Die obligatorische Zigarette, die muss natürlich immer sein. Ich muss auch dazu sagen, das ist jetzt gerade das erste Tutorial, was ich mache. Ich hatte sowieso mal überlegt, Tutorial zu machen, von daher wäre das jetzt auch mal eine gute Übung für mich. Ja, vorab, wie gesagt, Windows 8.1. Bei Windows 7 sollte das ähnlich aussehen. Windows Vista weiß ich jetzt gerade nicht mehr, Windows XP auf jeden Fall anders. Bei Mac müsst ihr jetzt leider selbst gucken, ich habe nicht so viel Ahnung von Macs, bin ich ganz ehrlich. Auf jeden Fall, folgendermaßen, ihr geht natürlich erstmal zu dem Ordner, wo ihr das Ganze installiert habt. Ich habe das ja über Steam bezogen, also ist das natürlich in meinem Steam-Ordner drin. Deswegen der Pfad jetzt bei mir, dieser PC, ja, ist ja klar, dann auf D, Program Files x86 und dann Steam. Dann geht man in Steam Apps, in Common. Hier sind nämlich dann die ganzen Spiele. Geht dann auf World of Goo.
in die Properties und öffnet dann die Config-Datei, die ich jetzt, glaube ich, genau, die habe ich sogar schon vorbereitet, eingestellt. So, erstmal eine sehr lustige Warnung. Important Warning, also wichtige Warnung. Solltest du diese Datei ändern, wird dein Computer höchstwahrscheinlich explodieren. Dein Freund, der höhere Auflösung Schildermaler. Gut, hier sieht man schon, was ich eingestellt habe. Also hier steht im Normalfall EN für Englisch. Also EN für Englisch. Ich habe das Ganze jetzt einfach nur auf DE für Deutsch eingestellt. Deswegen Language ist ja die Sprache. Hier haben wir dann die Screen, also die Bildschirmbreite. Da ich ja sowieso immer nur mit 720p hochlade bei YouTube, habe ich natürlich dann auch hier die Einstellungen für 720p eingestellt. Also nicht, dass ihr euch wundert, warum spielst du nicht auf 1080p? Ja, auf jeden Fall die Breite ist natürlich dann bei 720p 1280 in der Breite. Ja, also die Bildschirmbreite, die jetzt bei mir total bestimmt im Arsch ist bei diesem Teil. Aber gut, hoffentlich habe ich das jetzt so gestreckt, dass es nicht so schlecht aussieht. Und die Bildschirmhöhe halt ist dann die 720. Hier kann man noch die Refresh-Rate, also die Frame-Rate, wenn ich jetzt nicht irre, einstellen. Und die OE-Inset, das wüsste ich jetzt gerade nicht. Kleiner Tipp, den ich im Internet gelesen hatte, wo ich das Ganze ja versucht habe herauszufinden, wie man das einstellt. Man sollte im besten Fall sein Save Game, also seine Speicherdaten von dem Spiel nochmal. Ja, ich brauche das jetzt nicht speichern, hab's ja schon. Man sollte auf jeden Fall seine Speicherdaten hiervon irgendwie dann sichern. Wo diese jetzt sind, fragt mich bitte nicht. Die könnten jetzt hier irgendwo sein. Kann aber auch sein, dass sie irgendwo in diesem Prozent-App-Data-Prozent-Ordner sind oder irgendwo unter eigene Dateien oder so. Ja, aber auf jeden Fall, wenn ihr das so umstellt, wenn ihr das über Steam als Beispiel bezogen habt, das Spiel, dann habt ihr das in einer schönen Auflösung eigentlich. Wenn man noch höher haben möchte, muss man natürlich dann diese Auflösung einstellen, weil ich glaube, bei mir war es jedenfalls so, dass es standardmäßig auf Englisch ist und von der Auflösung her, ich glaube, 800x800 Pixel. Also so richtig schön eckig mit einem richtig großen schwarzen Rand am Rand. Ja, das sollte eigentlich das Ganze gewesen sein. Ich hoffe, euch konnte ich jetzt irgendwie helfen. Vielleicht sind jetzt auch manche Leute auf das Video aufmerksam geworden wegen dieser Einstellungsgeschichte. Man kann allgemein bei vielen Spielen hier in diesen ganzen Sachen was einstellen. Von daher. Hey, hier ist das Powerpuff-Ding. Nee, hier hat er leider keine Speicherdateien. Ich habe jetzt gerade gehofft, dass ich dann vielleicht doch mein Let's Play dazu weitermachen kann. Schade, wird wohl leider nichts. Gut, ich hoffe, ich konnte euch helfen. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob das Tutorial so in Ordnung und verständlich war. Würde mich drüber freuen. Ja, dann danke ich aber auf jeden Fall schon mal fürs Zusehen. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, wenn es heißt Let's Test. Mein Name ist EditLP. Ich sag danke fürs Zusehen. Bis denn dann und so. Tschüss.